Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du da drauf geklickt hast. Ich bin im Gassenhof zum zweiten Mal, denn ein Grand Opening Weekend mit nagelneuem Anbau, Spa und Wellnessbereich steht bevor, also dranbleiben. Wie gesagt, ich bin zum zweiten Mal hier. Und das erste Mal, das seht ihr oben beim i, das verlinke ich euch einfach mal. Und seitdem hat sich richtig viel getan, deswegen dachte ich mir, ich schaue nochmal vorbei und gebe euch ein Update. Aber als allererstes mal Roomtour, Spa und Co. Und danach gibt's mein Fazit. Ja, die neuen Zimmer sind ein Traum, richtig schön geräumig, hochwertigste Materialien und ein Blick zum Verlieben. Aber auch das Riesenbett, das lädt einfach zum Verweilen ein. Wichtig, der Fernseher ist ausklappbar Richtung Bett, finde ich immer eine wichtige Information. Und auch das Badezimmer ist offen gehalten, keine Sorge, das WC ist abschließbar mit einer mega großen Rain Shower. Die Materialien sehr sorgfältig ausgewählt, sehr tolle Haptik, fühlen sich richtig gut an, da hat man mitgedacht. Genauso wie beim Infinity Pool mit diesem Blick auf diese Bergwelt, ein Traum, beheizt somit auch im Winter richtig schön zum Planschen. Und hier sieht man auch den neuen Spa-Bereich auf den verschiedensten Etagen. Und jetzt mal ein Blick von oben in die Ruheraumzone, oh, ein Traum, oder? Ja, auch dein Traum ist der Wellnessbereich mit riesengroßer Sauna. Und natürlich auch ein Dampfbad darf nicht fehlen. Und für alle die, die natürlich auch im Urlaub sporteln wollen, ein richtig großes Fitnessstudio. Da ist alles da, was man wirklich braucht, auch für einen längeren Aufenthalt. Ja, nicht nur ich war beim Grand Opening Weekend, sondern auch viele Stammgäste waren eingeladen und natürlich auch Größen aus der Region sowie viele, viele Promis sind angereist. Und ein paar frage ich jetzt mal, wie die neue Gassenlounge finden. Die neuen Zimmer in der Gassenlounge sind wunderschön. Toller Ausblick, urig gemütlich und trotzdem schick. Der Spa-Bereich ist der absolute Knaller. Der Außenpool, mega groß, 33 Grad. Auch für die Frau, perfekt. Und ein Ambiente, könnt ihr euch nicht vorstellen, das müsst ihr gesehen haben. Und die Sauna, mega groß, wunderschön, der Spa-Bereich. Wir stehen hier im Herzstück der Gassenloge, das ist die Küche. Es gibt aber nicht nur die Küche, wo sehr leckeres Essen gekocht wird, sondern es gibt hier alles, was man sich vorstellen kann. Fitness, Beauty, Spa, es gibt Schnee, es gibt unheimlich nette Leute. Ich wurde ganz toll begrüßt. Ein super Ambiente, weil hier ist alles neu. Und ich kann euch nur sagen, kommt da rief man, weil das lohnt sich absolut für Familie, für Pärchen, weil das ist auch sehr romantisch. Und das Essen vom Allerfeinsten. Wahrscheinlich werde ich mit ein paar Kilo Übergepäck wieder nach Hause kommen. Ach, der Aufenthalt ist schon wieder zu Ende und wie immer folgt mein Fazit. Nämlich der zweite Aufenthalt hier im Gassenhof, besser gesagt in der neuen Gassenlounge, war der Hammer. Der neue Anbau, da hat die Familie richtig Gas gegeben. Nicht nur Gas, sondern Vollgas. Wow, der Spa, der Pool, I love it. Ihr müsst vorbeischauen, genauso müsst ihr vorbeischauen von dem Video im ersten Aufenthalt. Das habe ich euch im i verlinkt. Und am allerbesten ein Like da lassen, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.